bin gewalttätig, sehr gewalttätig, habe ich von zu Hause so mitgekriegt. Habe 21 Jahre meines Lebens im Gefängnis verbracht, dann irgendwann eine Sozialtherapie gemacht in Bergedorf und bin so zum Fußball gekommen. Gefängnis war eine schlimme Zeit. Wenn du vorher keine richtig die Freiheit hattest, kann man dir auch keine Freiheit entziehen. Ich bin Björn Schulz, 67 Jahre, bin Betreuer beim Bramfelder SV. Ich habe durch Fußball so viele schöne Sachen erlebt. Wenn der Fußball nicht gewesen wäre, wäre ich lange wieder im Knast gewesen. Ich habe Leuten wie Hermann Schalburg zu viel zu verdanken, die immer zu mir gehalten haben. Ist das einfach dieser Spaß, dass man Leute trifft, die man schon lange kennt, dass man immer wieder Bekanntschaften schließt, dass da sich immer weiterentwickelt, der Kreis immer größer wird. Ich habe davor kaum Bekannte gehabt, Freunde schon gar nicht. Und jetzt, ich glaube, ich habe viele Freunde. Ich habe viele Freunde, die wirklich, wo man sich dann Woche für Woche freut, die du auf den Sportplätzen triffst. Mein Leben besteht ja nur eigentlich nur aus Fußball. Das ist halt so. Meine Aufgaben sind Ausrichtung der Kabine vor den Spielen, nach Spielen und nach Trainingseinheiten die Wäsche. Und eigentlich auch ein bisschen für alles. Ja. Ich kann mich nur mit Amateurfußball identifizieren. Mit Profifußball habe ich wenig im Sinn. Wenn ich ein vernünftiges Wochenende habe, heißt das Freitag ein Spiel. Sonnabend ein Spiel und Sonntag zwei Spiele. Das wäre ein richtig schönes Wochenende. Mein ganzes Leben besteht aus Fußball. Fußball bedeutet für mich alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.